Willkommen zu einem neuen Part Halo Combat Evolved oder Halo 1, wie man es auch nennen will, Kampf um die Zukunft. Und wir sind auf so einem Alien-Schiff gelandet und sollen unseren Captain befreien. Ich bin mal gespannt, wo der jetzt Abklung hat. Irgendwo soll der ja hier sein. Da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter. Gucken wir mal hier. Der muss ja irgendwo sein. Mal auf die Schilder hier. Hier ist keiner. Komm hier, du kriegst mal hier sowas ab. Die Laser sind einfach viel zu langsam im Schuss. Mit dem Nadelpixel. So, hier ist nichts. Das sieht aus wie so ein Truppentransporter. Da oder ab. Ich habe auf einmal wieder volles Leben. Kommt schon. Da holt euch mal die Aliens auf. Ich könnte einen Medikit gebrauchen. Okay, so ein Power-Schild ist auch nicht schlecht. Vielleicht ist er hier noch oben. Nein. Und Fremdschädel. Selten Erfolg. Ein Schädelträger. Bringt? Keine Ahnung. Aber wir haben ihn gefunden. Wenn ihr ihn noch sucht, wisst ihr jetzt, wo er ist. Gut, gucken wir mal weiter. Wir müssen irgendwie nach da oben, habe ich das Gefühl. Hey, wohin sollen wir jetzt? Alle Türen dieser Ebene sind verschlossen. Warten Sie. Ich greife auf das Gefechtsnetz der Allianz zu und suche einen Umgehungscode zum Türöffnen. Beeilen Sie sich besser, Cortana. Wir können Sie nicht den ganzen Tag aufhalten. Ich arbeite daran. Ich bin gespannt, wie du einen mit 128.000 Bit verschlüsselten Code. Oh, eine andere Waffe. Ah, das ist die Waffe. Sieht zwar cool aus, ist es aber nicht. Da ist diese Akkuwaffe doch irgendwie viel cooler. Ernsthaft so eine... Was hab ich bei der gesagt? Pissgranate. Auf hier unsere Leute anzuballern. Da waren noch welche.
So, haben wir auch wieder diese komische Waffe. Hey, wohin sollen wir jetzt? Alle Türen dieser Ebene sind verschlossen. Warten Sie. Ich greife auf das Gefechtsnetz der Allianz zu und suche einen Umgehungscode zum Türöffnen. Beeilen Sie sich besser, Cortana. Wir können Sie nicht den ganzen Tag aufhalten. Ich arbeite daran. Bin gespannt, wie du einen mit 128.000 Bit verschlüsselten Code knacken willst. So, wo sind die denn? Da sind die. Geschafft. Die Tür ist offen. Alle müssen durch. Ich kann nicht versprechen, dass sie wieder aufgeht, wenn sie erst wieder zu ist. Das blockt mich auch noch hier. Der war noch nicht tot. Ey, was sind das für Kollegen, Kameraden? Sonst was. Nächste Waffe. Die ist auch nur wieder halb voll. Vorsicht, könnte überall sein. Hier ist alles klar. Damit habt ihr nicht gleich, ne? Ja, lauf dich weg, ich seh dich. Gucken wir nochmal nach da hinten. Da war bestimmt kein Medipack. Genau, kein Medipack. Okay, sind wir nur nach oben gekommen. Ja, da unten waren wir schon. Wo kriegen wir Heilung her? Hey! Ich bin dabei! Tja, so kommt er nicht mehr weg. Die kommen nicht wieder. Ja, halt da hat er recht. Ich bin dran. Ziel eliminiert. Gucken wir mal, was die Waffe macht. Da bleiben wir doch lieber bei der hier. Die sieht schicker aus. Das kann nix. Da kommen wir nicht durch. Achso, wir sind noch eine weitere Ebene höher.
läuft. Mist! Manchmal ist es auch gut, wenn man echt auf den Radar hinten guckt. Hier ist es viel zu wenig los. Aber immerhin Heilung. Gott sei Dank. Schnell auf der anderen Seite nochmal nachgucken. Okay, das ist der zweite Eingang wahrscheinlich, dass man die flankieren kann. Kontrollzentrum, Steuerzentrum oder irgendwas. Ich wie ein Gefängnis. Boah, hat er so ein Schwert, da will ich nicht so nah kommen. Kommt, geht weg. So ein Alien-Schwert, das tut bestimmt weh. Macht bestimmt übel Schaden. Eindeutig würde ich sagen, Kontrollzentrum. So von der Optik her. Ich glaube, ich sollte langsam eine neue Waffe zulegen. Die hat nämlich schon so wenig Akku. Frage ist nur, wo. Da komme ich weiter. Und was ist das für eine bescheidene Musik? Rennt er wie so ein kleiner Feigling weg. Da ist niemand, da ist niemand. Wieder so ein Labyrinth. Rennen wir mal durch. Da war noch irgend so ein unsichtbarer Teil. Ach, zwei. Na, was haben wir denn hier? Das wird komisch, Leute. Dann wollen wir den mal rauslassen. Hierher zu kommen war leichtsinnig. Sie beide sollten das besser wissen. Danke. Marines, Waffen laden und sichern. Marschbereitschaft herstellen. Ja, okay, Sir. Während die Allianz uns hier festgehalten hat, habe ich mitbekommen, wie sich die Wachen über die Ringwelt unterhalten haben. Sie nennen sie Halo. Ein Moment, Sir. Schalte mich in das Netz der Allianz ein. Laut der Daten in ihren Netzen ist der Ring von großer religiöser Bedeutung. Wenn ich das richtig verstehe, halten sie Halo für eine Waffe von unvorstellbarer Kraft. Dann ist es wahr. Sie haben dauernd gesagt, dass der über Halo herrscht, das Schicksal des Universums in den Händen hat.
Jetzt verstehe ich. Ich habe zahlreiche Meldungen abgefangen, nach denen ein Team der Allianz nach einem Kontrollraum sucht. Ich dachte, sie seien auf der Suche nach der Brücke eines Kreuzers, den ich während der Schlacht über dem Ring beschädigt hatte. Aber sie sind auf der Suche nach der Zentrale von Halo. Das sind schlechte Nachrichten. Wenn Halo eine Waffe ist und die Allianz sie unter ihre Kontrolle bringt, werden sie mit ihr die Menschheit auslöschen. Chief, Cortana, ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Wir müssen vor der Allianz den Kontrollraum von Halo erreichen. Marines, gehen wir. Ja, Sir. Okay, Sir. Chief, Sie führen. Wir sollten zurück zum Hangar und ein EWAC anfordern. Ja, oder auch nicht, also. Hier kommt Hilfe! Halo ist eine Waffe. Ich würde eher sagen, über dem ein großes Raumschiff. Oh Mann! Schön, dich zu sehen! Richtig so! Alles gut! Vorsichtig! Ja, komm schon, hier, Leute. Es sind nur kleine Aliens. Da braucht man keine Angst haben. Okay, ich bin falsch gelaufen. Entschuldigung, mein Fehler. Kommt nicht wieder vor. So, mehr Saft. Okay, anscheinend gibt es doch zwei. Seltsam, seltsam, seltsam. Aber das ist doch der einzige Weg, wo wir lang kommen. Gehen wir hier mal lang. Ja, leicht versucht. Hier ist auch schon alles niedergemetzelt. Waren wir das? Ja, stimmt, hier. Hier dieser Mega-Kontrollraum. Alle zu sind. Ich glaub's nicht. Ich auch nicht. Ich glaub's auch nicht, ey. Ich hab doch gesagt, die mit dem Schwertchen sind ein bisschen böse. Das war auch jetzt nicht der Gang. Cortana an Echo 419. Wir haben den Captain und müssen sofort hier raus. Negativ, Cortana. Ich werde von Lufteinheiten der Allianz angegriffen. Kann sie mir kaum vom Leib halten. Besser, sie suchen sich selbst ein Schiff, das sie mitnimmt. Tut mir leid. Verstanden, Fohammer. Cortana, Ende. Luftunterstützung ist abgeschnitten, Captain. Wir müssen hier aushalten, bis sie kommt. Oh Mann, wir sitzen in der Falle, oder? Wir sind geliefert, Mann! Reißen Sie sich zusammen, Sie sind ein Marine. Cortana, wenn Sie und der Chief uns in eines der Landungsschiffe der Allianz kriegen, kann ich uns hier rausfliegen. Ja, Captain. Da, ein Landungsschiff der Allianz, das noch angedockt ist. Dann mach doch die Tür auf. Jetzt geht's um Leben und Tod anscheinend. Nein! Ohne den Captain hat die Allianz schon gewonnen. Bäh.
Zum Glück laufen wir einfach gerade auf einen zu. Cortana an Echo 419. Wir haben den Captain und müssen sofort hier raus. Negativ, Cortana. Ich werde von Lufteinheiten der Allianz angegriffen. Kann sie mir kaum vom Leib halten. Besser, sie suchen sich selbst ein Schiff, das sie mitnehmen. Wie hält der denn die Waffe? Tut mir leid. Verstanden, Foehammer. Cortana, Ende. Luftunterstützung ist abgeschnitten, Captain. Wir müssen hier aushalten, bis sie kommt. Oh Mann, wir sitzen in der Falle, oder? Wir sind geliefert, Mann! Reißen Sie sich zusammen, Sie sind ein Marine. Cortana, wenn Sie und der Chief uns in eines der Landungsschiffe der Allianz kriegen, kann ich uns hier rausfliegen. Ja, Captain. Da, ein Landungsschiff der Allianz, das noch angedockt ist. Gut, aber das werden wir erst im nächsten Part... wir hauen die hier nach. Deinen Hinterhalt dann schnell auslöschen. Und dann, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn!